Ich bin das erste Jahr jetzt mal mit hier, einfach um die Branche noch mal ein bisschen besser kennenzulernen, sich mit Kunden zu unterhalten, zu netzwerken. Man sieht ja jedes Jahr auf dem Aufstiegskongress wieder Leute, die man schon vielleicht 2, 3 Jahre nicht mehr gesehen hat, kommt wieder ins Gespräch, findet dann doch wieder Gemeinsamkeiten, wo man vielleicht auch irgendwie zusammengehen kann. Also da hinten steht ja auch schon wieder einer und wartet noch schon auf mich. Ich denke, gerade auf den Netzwerken, wir haben ja hier den Meeting-Bereich direkt hinter uns. Also ich glaube, es gibt, ich würde noch nicht mal sagen, dass es besser, dass es schlechter wäre als FIBO, sondern auch über der FIBO steht, was Netzwerken steht, dass man einfach viel enger beieinander ist und dadurch natürlich auch den Kontakt viel mehr zueinander hat. Also ich denke, Kongresse bieten sich dafür grundsätzlich an und gerade hier auf dem Aufstiegskongress im Rahmen der Branche, Fitness-Gesundheitsbranche definitiv. Ja, definitiv ist das natürlich immer ein wichtiger Punkt. Bei allen Treffen dieser Art, Netzwerken, man trifft sich teilweise mit Leuten, die man schon ewig kennt, teilweise kommen auch wieder neue dazu. Netzwerken, ganz, ganz wesentlicher Aspekt, ja. Ich bin schon zum 3., 4. Mal hier, weil man sich einfach austauschen kann mit Kollegen und ja, wieder alte Freunde trifft und dementsprechend auch dann sich austauscht über die neuesten Innovationen im ganzen Bereich hier Fitness. Leute treffen, natürlich ist das Thema Netzwerken immer wichtig, ist bestimmt eine gute Gelegenheit. So voll war es noch nie, obwohl ich schon ein paar Mal da war. Wir sind natürlich daran interessiert, auch neue Mitarbeiter zu finden. Das Thema Mitarbeiterrekrutierung ist für uns ein großes Thema. Der demografische Markt wird einfach enger. Und gutes Personal zu finden, das ist, denke ich mal, ein wichtiges Ziel für uns. Und wir hoffen auch hier auf diesem Kongress uns auf diese Art und Weise präsentieren zu können und hier auch Kontakte knüpfen zu können und zukünftige Mitarbeiter zu interessieren für uns. Vor allem, wenn jetzt das Studium beendet ist, dann sieht man die alten Kommilitonen und auch die Dozenten nicht mehr so oft. Und dann ist es zumindest einmal im Jahr die Möglichkeit, nochmal alle wiederzusehen. Ohne Netzwerk heutzutage, deswegen sind wir auch hier in jeder Hand, die uns entgegengebracht wird quasi. Nein, also Netzwerk ist immer ein großes Thema. Alleine geht's nicht. Bei uns im BGM-Bereich ist es so, dass es zig Themen betrifft, die wir alleine auch gar nicht abdecken können und möchten. Bei uns geht es dann um Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, psychische Gefährdungsbeurteilung, Wiedereingliederungsmanagement, solche Themen, die wir gar nicht selber stemmen wollen und dafür auch gute Partner immer brauchen und suchen. Genauso die Verbände. Jetzt haben wir gerade über die DIN-Norm, die neue, gesprochen und die Zertifizierung der BSA. Für uns auch hochinteressant, weil es auch Qualitätsmerkmale sind, gerade in Deutschland, im Land der DIN und Normen, wo sowas eben unheimlich wichtig ist, sowas auf dem Schirm zu haben. Genau.